Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Channel und ich dachte mir, es ist an der Zeit, euch mal meine bzw. unsere Küche zu zeigen, um einfach mal wieder einen Mythos zu zerschlagen, weil viele, glaube ich, denken, dass wenn man vegan lebt oder sich pflanzlich ernährt, man super fancy, komische Küchengeräte braucht. Man braucht einen Safter und einen Mixer und dies und jenes und tausend Geräte, die man braucht, nötigerweise, was nicht so ist. Und viele denken, denke ich auch, dass man ganz komische Sachen einkaufen muss, die man in speziellen Supermärkten kriegt. Deshalb gibt es einen kurzen Überblick über die Küche, was für Lebensmittel sich hier befinden und welche Küchengeräte. Ich denke, wir fangen am besten an mit Küchengeräten, weil das am wenigsten. Wir haben hier unseren neuen Vitamix, neu gebraucht. Ich glaube, der gute Kollege hier ist von 2012. Wir haben einen guten Preis bekommen auf eBay dafür. Wir haben lange überlegt, ob wir einen kaufen sollen. Wir haben vorher alle unsere Smoothies und Smoothie Bowls und Suppen einfach mit einem ganz, ganz alten Pürierstab gemacht. Ich glaube, der ist auch noch hier. Also das war sein Vorgänger, ist schon ein bisschen älteres Modell, hat aber seine Dienste geleistet, wurde dann aber ersetzt durch den Vitamix. Also der läuft hier fast jeden Tag. Wenn ihr also gerne Smoothies trinkt, Smoothie Bowls machen wollt, Nice Creams machen wollt, Shakes machen wollt, Suppen pürieren wollt, was auch immer, dann kann ich euch definitiv diese Investition ans Herz legen. Schaut einfach bei eBay rum, da findet ihr mit Sicherheit ein günstiges Gerät. Und alles, was nicht benutzt wird, fliegt aus dieser Küche raus. Ihr seht, es gibt keine Mikrowelle, es gibt keinen Wasserkocher mehr, weil das einfach Geräte sind, die wir nicht brauchen. Da werde ich aber am Ende des Videos nochmal ein bisschen was zu sagen. Was haben wir noch für ein Gerät? Naja, kein Gerät. Wir haben ein großes Schneidebrett. Das heißt, wir haben nicht 100 kleine Bretter, sondern ein vernünftiges, stabiles Schneidebrett. Und eigentlich auch nur ein vernünftiges Messer. Hier ist noch so ein kleines Gemüsemesser drin, aber das ist so das Werkzeug, sage ich mal, was wir hier benutzen. Und das war es an technischen Geräten, außer klar, einen Backofen und einen Herd gibt es auch noch. Aber das war es, wirklich, jetzt habe ich ja schon ganz schön oft gesagt, das war's. Aber mehr Geräte gibt es nicht, mehr Geräte braucht ihr auch nicht. Klar ist ein Entsafter cool, klar ist ein, weiß ich nicht, was es noch gibt, cool, aber wirklich essentiell. Möglicherweise ein Mixer, wenn überhaupt. Kommen wir zu den Lebensmitteln, die wir haben. Ich denke, wir fangen gerade mal hier an. Folgt oben hin unser ja, Früchteregal, hauptsächlich Äpfel drin, Nektarinen, aber auch ein paar exotische Sachen wie Mangos, Ananas. Die, muss ich beisagen, sind von Foodsharing, das heißt, es sind gerettete Lebensmittel, die wir andernfalls nicht kaufen würden, einfach aufgrund des ökologischen Fußabdrucks von diesen Lebensmitteln. Wenn man einen anderen Weg findet, um tropische Früchte zu ersetzen mit heimischen, regionalen, saisonalen Früchten, ist es auf jeden Fall eine super Sache. Die sind, wie gesagt, gerettet. Das heißt, wenn ihr in eurer Nähe irgendwie habt, Foodsharing zu machen oder Lebensmittel zu retten, dann macht das, weil die werden andernfalls im Müll gelandet. Daneben haben wir noch eine Wassermelone. Gerade im Sommer gibt es immer Wassermelonen. Das heißt, um es kurz zu machen, viele frische Früchte sind immer hier. Wir haben noch ein paar gefrorene Früchte oder auch nicht, sehe ich gerade. Obwohl, die sind ein paar Weintrauben eingefroren und noch ein paar Bananen eingefroren, sodass man immer irgendwie einen kalten Shake machen kann oder ein Bananeneis machen kann. Da ist ein bisschen Vollkornbrot eingefroren, immer auf Lager, falls man mal einen kleinen Snack braucht. Und hier unten gibt es noch ein paar gefrorene Kräuter und gefrorene Erbsen. Erbsen auch eine super Sache, super billig, regional, kosten wirklich nicht viel. Und man kann mal eben mit 100 Gramm Erbsen 6 Gramm Protein vernichten. Auf jeden Fall eine super Sache. Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Auch nichts Spektakuläres, nichts Weltbewegendes, einfach noch mehr Obst und Gemüse. Einfach etwas, was alles, was hier drin ist, wird ein bisschen schneller schlecht aus unserer Erfahrung. Oft haben wir noch so vorgeschnittenes Obst schon drin. Das heißt, wenn man mal ein Hüngerchen bekommt, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, schon vorgeschnittenes Obst im Kühlschrank zu haben. Beeren sind auch immer auf Lager hier. Und ja, so ein Block Tofu oder Tempeh ist auch eigentlich immer in unserem Kühlschrank, falls man mal vergessen hat, sich Linsen einzuweichen oder vorzukochen und man möchte doch Hülsenfrüchte essen trotzdem. Dann auf jeden Fall Tofu oder Tempeh, eine super Variante. Kommen wir jetzt zu den Grundnahrungsmitteln. Hier oben seht ihr schon ein paar. Das befindet sich alles in dieser Schublade. Das ist ein bisschen leer, auch wenn es nicht leer aussieht. Aber hier ist alles drin von verschiedenen Bohnen. Das heißt Sojabohnen, weiße Bohnen, Kidneybohnen, rote Linsen, eigentlich auch noch braune und schwarze Linsen, verschiedene Getreidesorten, sei es hier einfach Haferkörner, Bulgur, Quinoa, Reis, der ganze Schwenk ist da drin und das kaufen wir in einem Unverpacktladen. Das heißt, wir versuchen Plastikmüll oder Verpackungsmüll zu reduzieren, soweit es uns möglich ist. Und deshalb kaufen wir das unverpackt ein und bringen dann unsere eigenen Gefäße mit. Dann haben wir noch so eine kleine Müsli-Abteilung hier, wo einfach Haferflocken drin sind, verschiedene Nüsse,
Kürbiskerne, Walnüsse sind da, verschiedene Trockenfrüchte. Das machen wir meist zum Frühstück. Und hier noch ein ganz wichtiges Fach mit Datteln, auch in einer großen Menge gekauft. Falls ihr noch nicht wusstet oder falls ihr mal auschecken wollt, Coro Drogerie. Ich wünschte, ich wäre in einer Partnerschaft mit denen, bin ich leider nicht, aber trotzdem kann ich sie hier gerne nennen. Da könnt ihr große Mengen Lebensmittel, gerade Trockenfrüchte, Nüsse, Hülsenfrüchte auch, in großen Mengen kaufen, ohne großes Geld dafür zu bezahlen. Und ihr spart ein bisschen Verpackung, weil große Verpackungen natürlich verhältnismäßig gesehen weniger Abfall bedeuten als viele kleine Verpackungen. Auch was sehr wichtig ist, auch wenn ich kein Problem damit habe, trockene Sachen und nicht geschmacklich anspruchsvolle Sachen zu essen, ist auf jeden Fall eine gute Idee, ordentlich Gewürze immer im Haus zu haben, sei es sowas wie Hefeflocken oder Kurkuma, eines der gesündesten Gewürze, Ingwerpulver, verschiedene Curry-Gewürzmischungen, Pfeffer, Salz und natürlich auch immer ein bisschen Erdnussmus oder Nussmus im Haus zu haben, ist auch eine tolle Idee, um einfach mal schnell eine leckere Sorte zu machen. Um das Video noch ein bisschen abzurunden, nur ein kurzer Ausblick oder kurzer Einblick in die Supplements, die hier im Haus sind. Wenn ihr da ein detailliertes Video haben wollt, sagt Bescheid oder schreibt es in die Kommentare. Generell, jeder, der sich pflanzlich ernährt, bitte B12 nehmen, wenn man nicht genug Sonne bekommt, gerade in den Wintermonaten oder auch im Sommer. Wenn man das Gefühl hat, man hat so eine Sommerperiode, wo eine Woche lang die Sonne nicht scheint, kann man auf jeden Fall ein veganes Vitamin D3 nehmen. Gerne auch in Kombination mit K2, wenn man das zur Verfügung hat. Jod ist ein wichtiges Spurenelement, da pflanzliche Lebensmittel nicht viel Jod enthalten, tierische übrigens auch nicht. Milchprodukte manchmal kommt über den Weg rein, dass Kuhäuter mit Jod desinfiziert werden. Ziemlich eklig, nehme ich lieber ein Supplement. Und einfach als Versicherung ein veganes Omega-3-Supplement. Wir essen zwar auch viele Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse etc., aber um einfach die Versicherung zu haben, falls die Kombinationsrate nicht ganz so gut ist oder man vielleicht ein bisschen zu viel Omega-6-haltige Lebensmittel wie, weiß ich nicht, Sonnenblumenkerne oder Tahini gegessen hat, dann ist man da auf der sicheren Seite. Ist keine absolute Pflicht, ich würde es trotzdem empfehlen. Das heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch pflanzlich zu ernähren oder vegan zu leben, müsst ihr keine Angst haben, dass ihr euch teure Küchengeräte kaufen müsst, teures Werkzeug in Anführungszeichen kaufen müsst, euch mit fancy Superfoods eindecken müsst. Ihr könnt wirklich auf die Grundnahrungsmittel zurückgreifen, Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte und Forkengetreide. Sucht euch aus diesen Lebensmittelgruppen etwas aus, was euch schmeckt. Habt viel Variation in der Ernährung, versucht intakte Getreide zu essen, und dann passt das schon. Der Grund, warum wir nur ein großes Küchengerät, eben den Vitamix, in der Küche haben, ist eigentlich ein minimalistischer Hintergrund, sage ich mal. Und zwar hatten wir vorher noch andere Küchengeräte. Wir hatten noch einen Wasserkocher und eine Mikrowelle. Nichts Weltbewegendes, aber wir hatten diese Geräte eben. Und haben uns dann bei unserem letzten Umzug gefragt, Nummer eins, brauchen wir wirklich eine Mikrowelle? Und zweite, dann brauchen wir wirklich einen Wasserkocher? Wobei, bei dem Wasserkocher muss man ehrlich sein, der ist kaputt gegangen und wir mussten uns fragen, ob wir einen neuen kaufen wollen. Das Ding ist, man muss sich wie immer beim Minimalismus, das ist natürlich nicht was vorgeschrieben ist, aber das ist so der Hintergrund, man fragt sich, ob man wirklich diese Geräte braucht und ob sie einen Sinn haben. Dann haben wir uns gefragt, ob wir wirklich drei verschiedene Methoden brauchen, um irgendwie ein heißes Getränk zu machen, sei es A in der Mikrowelle, B auf dem Herd und C in einem Wasserkocher, auch wenn sich das da auf Wasser beschränkt. Aber ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ich brauche nicht drei verschiedene Methoden, um irgendwas aufzuwärmen. Natürlich, wenn ihr jetzt jemand seid, der die Mikrowelle ohne Ende benutzt und ihr kocht jeden Tag Gerichte da drin, was vollkommen legitim ist, kann man machen, dann ist vielleicht eine Mikrowelle super für euch, weil ihr damit viel zubereitet. Wir machen viel mit dem Herd oder mit dem Backofen eben. Das heißt, wir haben die Mikrowelle so gut wie gar nicht benutzt. Und wenn sie dann nur rumsteht, macht das gar keinen Sinn. Das heißt, ihr solltet euch immer fragen, wenn ihr in der Küche seid, braucht ihr wirklich ganz viele Geräte, denn ich denke, die Küche ist ein Ort, wo viele Leute dazu tendieren, ganz viel anzuhäufen. Ein Wasserkocher eben und noch ein Mixer und noch ein Pürierstab und noch eine Küchenmaschine und noch ein zerkleinerer und 10 verschiedene Messer. Das ist auch so ein Ding. Wir haben ein Messer, vielleicht sagen wir zwei, ein großes und vielleicht so ein kleines Gemüsemesser und ein Schälmesser vielleicht. Und dann war es das auch. Das heißt, man braucht wirklich nicht so viele Dinge. Man braucht auch nicht 10 verschiedene Schneidebretter, sondern einfach ein vernünftiges großes Brett. Einen vernünftigen Mixer, wenn man einen benutzt. Wenn ihr nie einen Mixer benutzt, dann braucht ihr auch keinen Mixer. Aber wir benutzen ihn oft, deshalb haben wir eben einen gekauft, natürlich secondhand oder gebraucht. Was ich jetzt hiermit eigentlich sagen wollte,
Schaut mal durch eure Küche durch, was ihr alles ausmisten könnt. Ich bin sicher, da sind viele, viele Dinge bei, die ihr nicht braucht oder nur ganz, ganz selten benutzt. Und wenn ihr jetzt irgendwie einen Mixer rumliegen habt und ihr denkt euch, ich back ab und zu mal Kuchen, vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, dann könnt ihr bestimmt für diese Anlässe euch auch eurer Mutter, eurem Vater, euren Freunden, Bekannten einen Mixer leihen für den Zweck. Dafür müsst ihr nicht einen eigenen kaufen. Und das Positive ist, wenn ihr mal ausmistet und ein bisschen durch eure Küche durchguckt und euch vielleicht ein paar Geräte auffallen, die ihr nicht so oft benutzt, ihr könnt die verkaufen und mit dem Geld könnt ihr euch Lebensmittel kaufen. Ist auf jeden Fall viel, viel besser investiertes Geld in eure Gesundheit, frische Lebensmittel zu kaufen oder Vollkorngetreide zu kaufen, als noch das nächste Küchengerät wieder zu kaufen, was dann wieder nur rumsteht. Natürlich ist es alles nicht schwarz und weiß. Wenn euch ein bestimmtes Küchengerät dazu verhilft, mehr frisch zu kochen, hat es seinen Zweck erfüllt. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn es wirklich nur rumliegt und rumsteht, schmeißt es aus der Küche raus. Natürlich nicht in den Müll, sondern verkauft das Ganze. Wie immer hier die Bitte, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch der Channel allgemein gefällt, abonniert den Channel, abonniert die Glocke, nee, klickt auf die Glocke, gebt dem Video einen Daumen hoch, teilt das ganze Video oder teilt den Channel, wenn ihr wollt. Mich würde es sehr freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Vielleicht mit einem Vorschlag von euch. Ich bin gerne dazu bereit, zu irgendwelchen Themen, die natürlich irgendwie zu dem Kanal passen, Videos zu machen. Das heißt, wenn ihr Vorschläge habt, einfach in die Kommentare oder mir per Nachricht schicken. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Video. Alles Gute.